EM-Aktionsspieltag in der Hauptstadt. Auch der Berliner Fußballverband setzt sich für die EM 2024 in Deutschland ein. Und wer passt da besser ins Bild als Welt- und Europameister Thomas Hässler? Sein Team Berlin United will den erfolgreichen Lauf fortsetzen. 4 Spiele, 4 Siege, 12:4 Tore. Der Gegner vom VfB Fortuna Biesdorf hat natürlich etwas dagegen. Hinein in ein Spiel mit offenem Visier. Berlin United in Weiß von links nach rechts legt direkt mit Vollgas los. Hier der schöne Schnittstellenpass auf Kapitän Philipp Malinowski und der hat den Kopf oben und sieht Timo Jerome Kjaelka. 1:0 für United. Und Kjaelka weiß natürlich, bei wem er sich bedanken muss. Das frühe 1:0 für die Gastgeber. Auch weil Kapitän Malinowski hier völlig uneigennützig ablegt. Die Gäste aus Biesdorf reagieren keinesfalls geschockt. Nur 8 Minuten später der Ausgleich. Willi Behlitz kommt relativ unbedrängt zum Kopfball. Auch weil United-Keeper Erik Niendorf nicht entschlossen genug aus seinem Kasten kommt. Hier nochmal schön zu sehen. Der 5-Meter-Raum, den muss er natürlich verteidigen. Niendorf sichtlich bedient. Berlin United schüttelt sich kurz und schaltet sofort wieder in den Vorwärtsgang. Das ist der Torschütze zum 1:0. Kjaelka! Da fehlt nicht viel. Das weiß auch Trainer Thomas Hässler. Das Ziel für ihn und sein Team in dieser Saison ganz klar der Aufstieg. Und wie ein Aufsteiger spielen sie auch. Erst eine schöne Kombination. Kommen sie nicht durch, doch dann der noch schönere Abschluss. Josué de Almeida mit Treffermarke, Traumtor. Hier nochmal zu sehen, boah, wunderschön und nicht zu halten für Pohlmann. Hinein in Durchgang 2. Biesdorf weiterhin frech und mit guten Aktionen, doch wie hier fehlt oft die Präzision. Und was macht United? Kontert im eigenen Stadion. Und zwar wie? Schnell, schnörkellos und mit dem richtigen Timing für den Schnittstellenpass. Und am Ende ist es Kapitän Philipp Malinowski, der zum 3:1 verwertet. Malinowski mit der Erfahrung von 49 Regionalligaspielen für den Berliner AK und die TSG Neustrelitz braucht hier einfach nur noch den Fuß hinzuhalten. Der vorletzte Pass allerdings, hier kurz zu sehen, war wohl minimal abseits. Doch entschieden ist die Partie noch nicht. Die Fortuna kämpft aufopferungsvoll. Und nach diesem Flankenversuch gibt es, ja, was gibt es denn? Handelfmeter. Ja. Und der ist berechtigt. Die Hand ist einfach zu weit draußen vom Abwehrspieler. Ja, und Thomas Hässler, der kann es nicht fassen. Ach, hör doch auf, sagt er. Aber den kann man geben, den muss man geben. Aber was macht Keeper Erik Niendorf? Der hält ihn einfach. Der Elfmeter von Teichert war nicht schlecht geschossen, doch Niendorf macht sich lang und länger. Eine gute Leistung, vielleicht auch die Wiedergutmachung zum 1:1. Und dann ist Schluss. 5. Spiel, 5. Sieg. Für Thomas Hässler und seine Mannschaft läuft es einfach nach Plan. Am kommenden Spieltag geht es dann zum Friedenauer TSC. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.